Ja, wir haben heute natürlich vor allem ein Thema, das uns sehr bewegt und auch emotional trifft. Das ist der Tod unseres Freundes Peter Hinze. Wir werden zu Beginn der Fraktionssitzung ihn entsprechend würdigen. Es wird dann in dieser Woche auf Einladung der Evangelischen Kirche noch ein Trauergottesdienst am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr stattfinden. Aber es wäre ganz im Interesse von Peter Hinze gewesen, wenn wir uns natürlich auch auf die politische Arbeit konzentrieren. Da habe ich als erstes festzustellen. Wir haben in der Koalition vereinbart, das Unterhaltsvorschussgesetz auszubauen und für alle jungen Leute bis zum 18. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss zu gewähren. Da müssen die Länder mitmachen, weil sie einen wesentlichen Teil der Kosten zu tragen haben. Aber im Rahmen der Bund-Länder-Finanzverhandlungen wurde auch vereinbart, dass das Unterhaltsvorschussgesetz ausgeweitet wird. Mehrere Versuche, mit den Ländern zu einer Einigung zu kommen, sind bisher gescheitert. Und das ist der Grund, warum wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion einen Gesetzentwurf jetzt nicht in den Bundestag einbringen. Es ist jetzt Aufgabe der zuständigen Fachministerin, der Familienministerin, sich darum zu bemühen, dass die Länder zustimmen. Und ich finde, es ist auch eine Aufgabe des Parteivorsitzenden der SPD, einen gemeinsamen Beschluss in der Großen Koalition bei seinen SPD-regierten Ländern durchzusetzen. Und solange dies nicht geschieht, kann ich ein Gesetz nicht aufsetzen, weil ich damit in das Risiko laufe, dass es in den Vermittlungsausschuss geht und dass dort dann wieder neue Finanzverteilungen kommen. Ich finde es schon einigermaßen merkwürdig, dass wir eine Vereinbarung treffen zum Bund-Länder-Finanzausgleich, wo 9,5 Milliarden für die Länder vorgesehen sind und wir den anderen Teil der Vereinbarung nicht hinbekommen. Also wir möchten das sehr gerne, auch dass es ab 01.01.2017 mit den Leistungen losgeht, rückwirkend, weil die Kommunen brauchen ein paar Monate, um das zu organisieren. Aber jetzt ist die SPD dran, das zu organisieren, dass der Bundesrat auch zustimmt. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen und waren uns in der Koalition auch einig, dass eine große Herausforderung im Sicherheitsgefühl der Menschen die zunehmenden Wohnungseinbrüche sind, verbunden mit einer dramatisch schlechten Aufklärungslage. Wenn ein möglicher Einbrecher weiß, dass die Chance, erwischt zu werden, bei maximal in vielen Bundesländern 7-8% liegt, ist dies ein Anreiz, natürlich so etwas zu versuchen. In vielen Fällen wird deshalb auch von der Polizei und der Staatsanwaltschaft, vor allem von der Staatsanwaltschaft, dann weitere Untersuchungen eingestellt. Das könnte man verhindern, wenn man den Wohnungseinbruch zu einem Verbrechen hochstuft mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. Da gibt es dann keine Bewährung mehr und dann ist alles eine wesentlich größere Chance. Das lehnt die SPD bisher ab und der Bundesjustizminister erklärt, dass es eine Großtat sei, dass man jetzt die Strafe auf 6 Monate Mindeststrafe festlegen will. Damit nimmt man nur den minderschweren Fall weg. Aber ich kann nur sagen, wenn jemand einer Frau auf der Straße die Tasche wegreißt, dann ist dies Raub, Mindeststrafe 1 Jahr. Wenn aber einer die Balkontür aufbohrt, dann ist dies Mindeststrafe 6 Monate. Das passt nicht zusammen. Und deswegen verlangen wir vom Bundesjustizminister, dass er hier noch einmal in einem Gesetzentwurf nachlegt.